Wir haben die Frau Söhl kontaktiert. Wir finden ihre Kollektion so toll und wir finden auch, dass das gut zu uns passt. Wir möchten ja oft aufs Oktoberfest durchstarten und da war die Frau Söhl sofort dabei und hat gesagt, ich unterstütze euch und das machen wir schick. Was macht ihr jetzt auf dem Oktoberfest? Vielleicht? Genau, also geplant waren zwei Aktionen. Zum einen war geplant, im Zelt selber mit unserer Minibar da zu stehen und parallel dazu bieten wir noch einen exklusiven Limo-Service an, womit wir mit einer Hammer Stretch-Limo in ganz Deutschland unterwegs sind. Klappt wahrscheinlich leider nicht aufgrund von Genehmigungsproblemen. Und jetzt werden wir aber die Zeit im Call Me Dweller verbringen, auch mit unserer Minibar und werden da ein bisschen Aftershow-Party machen. Euch sieht man demnächst im Kino? Ja, vielleicht, aber da kann der Peter ja was zu sagen. Oder Fernsehen? Fernsehen, genau. Also wir haben jetzt Schneewittchen fürs ZDF gedreht. Das Märchen kennt ja wahrscheinlich jeder. Und soll aber auch im Kino herausgebracht werden. Schauen wir mal, ob es klappt. Ansonsten 2019, Weihnachten, alle einschalten. Aber da werden wir natürlich toll drauf mit den Schneewittchen kriegen, die wir haben. Ja, das passt natürlich wunderbar. Hätte man dran denken müssen. Kommt dann zu Premieren. Genau, genau. Und Astrid, du hast die Teile, die Jacken selber geschneidert? Also, ich kann nicht mal einen Knopf annehmen. Nee, meine Schneiderin hat das gemacht, Martin. Aber alles in der passenden Größe. Ja, ich hoffe, ein bisschen weiter müssen wir eine machen, aber sonst passt alles. Bandits Minibar, macht ihr ja zusammen, aber wie habt ihr euch jetzt gefunden? Einer von euch ist aus München, einer aus dem Norden? Ich komme aus München. Genau. 60er-Fan. Genau. Genau. Im Grunde bin ich die Agentur. Ich habe eine Agentur gegründet und irgendwann wurde mir das mal zu viel. Dann habe ich Aufträge weitergegeben. Und das ist die Hornbill GmbH, die kleinwüchsige Talente vermittelt. Und wir haben uns aber jetzt zusammen die Time Bandits Minibar gegründet. Und da kann vielleicht der Peter ein bisschen was zu sagen, wie das entstanden ist. Genau, wie so viele verrückte Ideen ist das auch beim Bier entstanden. Wir haben halt einfach gesagt, okay, irgendwie wir wollen uns da ein bisschen im Eventbereich bereiten. Machen und ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie wir wieder auf die Idee gekommen sind. Wir haben mal gesagt, wir wollen irgendwas mit Barkeeping machen und dann sind wir auf die Idee der Minibar gekommen. Das ist halt, wie der Name schon sagt, eine Minibar, die auf unsere Größe abgepasst ist. Alle, die mit normalen Größen hervorstehen, die stoßen mit den Knien oben an Tresen dran und sind damit jetzt seit gut anderthalb Jahren in ganz Europa unterwegs und ja, dieses Jahr das erste Mal zum Oktoberfest hier in München.